Komm, merk gerade, wenn die Zeit in den 5000 lesen, bitte nicht zu bekritzeln. Okay. Komm, ein Bus. Bam, 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 bam. Moment mal, das ist nicht Professor Eich. Jetzt bringt auch Tiberius Aloha-Abenteuer nennen können. Er hätte es wahrscheinlich von vorne spielen müssen. Hallo und guten Tag, Aloha. In Aloha findet man manchmal haarfeine Stränge vom Gras gewordene Fetzer. Keine Titel und bla 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 bla. Herzlich, danke. Deswegen habe ich angesprochen. Ein Köderball, okay. Geht aber auch echt überall rum, der Typ, ne? Magneton. Was? Oh, behandelt ihr euer Magneton nicht gut? Ey, behandelt Magneton gut, ja? Komm, ich trete dich. Egal, na, passt zu gut. Smeriums Aloha-Abenteuer. Merke ich mir vielleicht. Der ganze diesen Meh. Als wird es hier mehr Hackles geben. Ach, das sind die Pampa. Ach so, das sind die. Ja, da habe ich ja schon. Bam, 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 bam. Ein Sonnenstein. Okay, dafür hat es eigentlich schon gelohnt. Da hinten ist noch was. Das Wendy. Ja, Wendy ist halt super awesome. Ich hab ja auch Wendy. Das ist der beste Name von Pampahorst. Okay, für Galoppa geht's auch. Galoppa ist ja auch ein Pferd. So, jetzt müsste aber eigentlich alle besiegt haben. So. Ja, weil ich gar nicht das erste Alter kurz nach der Wasserprüfung fangen kann. Außerdem habe ich auch schon. Ich habe doch auf meinem Kanal schon eine Garra Solo ran gemacht. Nämlich mit Platin. Alt war der Typ, das war der hier gewesen. So, ich müsste alle Trainer besiegt haben, also. Du hast es vollbracht. Dass ich alle Trainer auf dieser Route bezwungen. Na gut. Damit der König von Route 12 für einen Kampf zur Verfügung stehen. Der König von Route 12 kehrt immer mit voller Kraft. Das werde ich dir jetzt beweisen. Auf geht's. Aha, du bist also bereit, ja? Bestaunen die überwältigende Kraft, mit der ich über Route 12 herrsche. Der Pokémon Sammler Joey ist voll schnell raus. Bam, 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 bam. Lydian! Das ist also dein ganzes Pokémon. Ich glaube, du bist irgendwie immer noch CDF oder mehr. Es ist ein fucking Lydian. Ich glaube nicht. Angeblich kamen die Etappen, haben die Trainer ja. Dann kann ich ja auch Achilles nennen. Fahrer aber so Taurerblick zu erlernen. Eigentlich brauchen wir das nicht. Bam, der 36. Eigentlich könnte es auch ein Käfersammler sein. Warum ist das kein Käfersammler? Ja, angeblich können die Trainer, die Trainer, die ich kann besiegen, AZ-Attacken. Und Freeze. Freeze-Counter ist bei 2. Warum? Ich habe jetzt schon in den letzten 30 Minuten schon zweimal gefreezed mit Eiszahn. Den hat er schon. Ja, wahrscheinlich. Dum, dum,
Finde es eigentlich cool, dass der Chat mit dem Steam angezeigt wird. Ich finde das cool. Aber ich bin noch der König von Runde 12. Mir fehlt einfach noch an Selbstvertrauen. Und das sah es nur, weil ich da war. Genau. Der Freeze Counter. Frozen bringt den Freeze. Yeah, Psycho Plus. Ich warte auf den Typen, der mir Erdgeben gibt. Wo? Ich google das jetzt, ist mir zu dumm. Erdbeben. TM. TM26. Wo komme ich denn hier? In der Finalhöhle. Okay, das glaube das klingt noch sehr, sehr weit. Freeze, Freeze, CP Memes. Bats Freeze, meinst du? Nicht Bats, sondern Bats Freeze. So, scheine mich jetzt und dann gehe ich und mache die Inselprüfung. Und ich bring den Burn. Genau, Burn Freeze. Gleichzeitig, du bist geburnt und den Freeze. So. So, ich speichere mir mal noch mal ganz kurz. Ich noch mal kurz was. Hey, Kirsun, vielen Dank fürs Folgen. Wie ist der gefangen hier im Wald? Keine Ahnung, das kann der Frozen wahrscheinlich am besten sagen. Ich habe bei Relets ein Pokémon per Oper gefunden. Ich schaffe gerade Pokémon Quell. Genau, ein Pen and Paper Pokémon. Ich habe gerade Pokémon, genau. Das bin mal gespannt, wie das ist. Bam, 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 bam. Ich habe auch überhaupt keinen Blick gerade, wie viele Zuschauer da sind. Außer die üblichen Verdächtigen. Ja, 5 Stück. Na, das passt doch, ist so okay. Bam, 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 bam. So. Ich merke gerade, ich muss das Fenster gar nicht fokussen. Ich spiele ja mein 3DS. Und ich habe Emulator. Mit Pfeiltasten. Ich finde das immer noch total. Man kann halt nicht mit Pfeiltasten steuern. Das hasse ich. Ah, das ist so schlimm. Warum haben die das gemacht? Bam, bam, bam. Und vielleicht gibt es deinen Anger. Zufällig Tiberium hast. Ich weiß nicht. Vielleicht. Bam, bam, bam. Oh, hallo, Kleinstein. Hallo, Kleinstein, ist so ein Typ Elektro-Gestein, glaube ich. Oder war das Stahl-Elektro? Ich weiß es gar nicht. Siehst du jetzt, was ich euch vergessen habe? Und warum hat mir das niemand gesagt? Ich war unten noch nicht im Wasser. Habe ich ja voll vergessen. Bam. Das ist noch wichtig. Aber ich glaube, hier gibt es nicht, kann das sein. Ich würde sagen, eine Neuaufnahme von Pokémon Schwarz und Weiß 2. Das klingt ganz gut. Oh, ne, okay. Wollte sagen, das darf halt noch nicht so viele Dialoge haben, weil mein Pen and Paper sind Dialoge ja eigentlich gut. Eigentlich eine Würfelorgie ausartet. Bin mal gespannt, wie das ist.
So, noch ein Tütes raus. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, jetzt einfach nur Phoenix, warum? Lieber Ever, halt noch niemand außer ich. Mit Krallwurm. Bucht. Kann man nicht mal angeln. Hier kann man noch nicht mal angeln. Warum gibt's denn nicht mal Items? Nicht mal irgendwas Verstecktes. Okay. Wenn es fertig ist, kann es antesten. Ja, bin mal gespannt. Das kriegen wir irgendwie hin. Katzin! Warum stehe ich nicht mehr oder sitze nicht mehr auf meinem Papyrus? Hey Tiberium! Das könnte man sogar eintreten können, weil man muss halt das drauf haben. Chris hat mir alles erzählt. Ich bin eben super naiv. Du hast ihnen geholfen, meine neue Maschine zu testen, mit der mein Herrscher-Pokémon anlocken kann. Kommt mir bekannt vor, also haben wir beide unsere bestanden. Klasse. Ob wir da ein bisschen stärker geworden sind? Aber du bist ja sowieso ein Tech-Top-Trainer, deshalb schenke ich dir das hier. Erdbeben, Erdbeben! Oh, Top-Trank. Welche sieht noch aus, damit ich euch alle auf der Insel hören kann? Mir geht's so scheiße und ich hab nur Typ 0. So tief. Wo kommst du denn her? Ich habe übrigens mein Hotelzimmer für 2 Jahre voraus gekauft. Team Sky hat so noch einen Pokémon namens Cosmog. Willst du irgendwas darüber? Was? Wir verraten gar nichts. Ihr wisst also was. Das ist dumm, der Teil ist so dumm. Ich hab noch mal genau dasselbe Werbewerk mit Hochmut. 100% legal. Cosmog besitzt selbst ist nicht mehr anders mächtig, aber es besitzt die Fähigkeit, unglaublich starke Pokémon zu rufen. Im schlimmsten Fall könnte es damit eine Art Katastrophe auslösen. Eine Katastrophe, was können wir dagegen tun? Schütze es, kostet es, was es wolle. Ich weiß, ich arbeite für Team Skull, daher traut ihr mir nicht über den Weg, aber es tät ihr gut, mal einen Rat zu hören. Schützt Cosmog um jeden Preis. Ah, ich bin zu edgy! Ah. Obwohl ich schon frage, woher Team Skull überhaupt seine Existenz weiß. Was heißt denn mit blablabla, Gott, dialogisch belieb. Mein Charakter hat eben so null Emotion. Tiberium. Was mit Millie, wenn sie Cosmog finden? Ich verstehe nicht genau, blablabla. Balance Hockermans auf Showdown. Ja, das ist lustig, das stimmt. Das können wir am besten, wenn wir noch stärker werden. Also auf die nächste Prüfung. Ich bin so naiv. Mein Naiv ist mein zweiter Name. Aha. Ich hatte das beinahe gerade von Nikigo noch über was gesprochen. Das habe ich ja schon. Als Shiny. Als Event-Pokémon. Jetzt lass mich ins Pokémon-Center. Nerv nicht, Rotom. Rotom, du nervst. Hi. Was? Hat die gerade gesagt, dass im Gästezimmer eine halbe Ewigkeit sein Pokémon von drin erwartet? Ich rette es. Was? Das ist doch scheiße. Warum macht man das? Oh. Ich möchte ihm was zu trinken und essen geben und es streicheln. Apropos streicheln. Ich glaube, wir müssen was Wichtiges tun. Erstmal speichern. Es ist viele Stuffen passieren auf Twitter. Pfarrer flirtet wieder mit Maria. Das ist nämlich an das Garados mit Drachenpuls. Wir machen Gott's Pokepause. Das ist wichtig. Sieht nicht cool aus. Hey Garados. Hi. Es ist wichtig, dass man seinen Garados mit Liebe behandelt. Weil es schön maximal Zuneigung hat. Es ist super wichtig. Es ist mega awesome und super wichtig. Und jetzt kriegst du noch was Leckeres zu essen von mir. Und zwar das hier. Yay! Ist das nicht süß?
Hier. Schmeckt ja auch super gut, oder? Yay. Garados muss mich mögen. So. Ist ein gutes Garados. Das ist mal die beste Neuerung, die sie eingeführt haben. Seht ihr das? Na, seht ihr das? Na, wer hat sein Pokémon auf maximale Zuneigung? Quasi. Ah, die anderen Pokémon sind auch nicht so schlimm, also. Also die anderen Pokémon mag ich auch, so ist es ja nicht, ne? Okay, Mensch, aber vielleicht nicht. Echt jetzt? Ah, warte mal kurz, das wollte ich gar nicht. Ey, das ist voll... Alter, ich will jetzt... Ich krieg das Menü nicht mehr zu beenden, was ist los? Danke. So, ich glaube, wir gehen weiter unsere Reise. Ich möchte Abarabus, aber dann, ja. Ja, Papa, auf geht's. Ich spruch gerade, was Markenzeichen hält meines Jugenden. Dann gibt's nicht mal ein Pokémon Center. Mondstein. Moment, ich kann nicht Pipi weiterentwickeln, wenn ich eins hätte. Geheimnisvolle Zutat absorbiert. Die Hanebi ist natürlich ein Labyrinth. Wenn ihr euch gern, muss man sich angebliche Steinstapel genau ansehen. Es heißt die Zahlenfolge seit 2143. Seit der Schlüssel zum Erfolg. Was das wohl bedeutet? Luminas. Guten Tag, wie geht's euch? Hallo, das Gengar. Willkommen bei Ich spiele Pokémon Mond endlich durch. Nachdem es 6 Monate bei mir rumlag. Hier wohnt ein Team, ein Rüpel. Was willst du von mir? Du kannst einfach reinspazieren. Ich habe gar nichts gemacht. Also geh einfach weg und willst du Ärger? Ich will Ärger. Was? Das ist eigentlich gar nicht. Ich würde dir eher erklären, es bearbeiten. Ich hänge hier das hier. Komm. Bam. Mogel, Mogel. Mogel, Mogel. Irgendwo tief in der Wüste liegt die Ruine des Gedeihens verboten. Aber da der Wind ununterbrochen den Sand verweht, sind sie nicht schwer zu finden. Willens Kaputo wird damit gleich sagen, dass es von uns Ruhe gelassen werden will? Vermutlich schon. Bam, 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 bam. Hier hocken Team Skull. Bist du Stress oder was? Ich stehe hier voll derbe Wache. Ich gehe einfach rein! Team Skull ist aus einer Gruppe entstanden, die hier den früheren Inselkönig als Bot hatte. Wusstest du das schon? Oh Gott, die gestituliert. Ah, ah, look at me. Die Arme. Schaut auf die Arme, Leute. Und da hat sich der ganze Laden aufgelöst. Naja, der Kristall. Niemand weiß, wer es im Sie genannt wird. Da ist ein Laun, das Kapo-Pokémon ausliefert. Da muss ich hin, also gehe ich da nicht hin. Diese Oase wird nur so geschätzt, weil sich um herum die Hinterwüste entsteckt. Bei den Pokémon-Typen ist das ganz ähnlich. Manche Pokémon-Typen lernen es erst schätzen, wenn man selbst einen Typ Nachteil unterliegt. Pandi? So. As. Okay. Mag Megablock. Okay.
Gib mir am wenigsten Screen, Timo, danke. Was? Bisschen Screen Time. Aber dann müsste ich ja das Pokémon von. Na gut. Na gut, ich hab gehört. Also was wir machen, die nächsten. Wir kämpfen jetzt ein bisschen. Oh, das war mir das Chaos ist eben so schlimm. Y? Da? Ah. Und dann müsste ich halt. Ich finde das Chaos System schlimm. Machen wir jetzt den nächsten Trainer mit unserem Starter, okay? Gehen sogar mit den Pokémon. Gengar, ich habe hier Legit-Pokémon auf Twitter geteilt. Frag, was sind wir? Ja, 100% Liga. Upcoming Events. Guck mal. Wuffel. Das ist also auf der Kapu. Mir scheint einst die Kapu von Mond Liga zu beschützen. Jene Berge, Sonne, Mond und da sind. Heute erinnert unser Name des Ortes an die denkbaren Ereignisse. Achtung, Katzen, 3, 2, 1. Jetzt. Okay. Puh, hey Tiberium, das Ehre, das hat, in dem sich die Captain aufhält, muss ganz in Nähe sein. Oh, Bauarbeit, wie der Professor gesagt hat. Auf dem Montag steht wirklich eine Pokémon-Liga. Der Professor hat mir erzählt, dass man dagegen Pokémon-Ligen in anderen Ligen 4 starke Superschläge trainiert, in einer Top 4 antreten muss. Nimm es, Wuffels. Ein Kampf zwischen den Top 4 und den Inselkönigen bzw. Inselkönigin. Wäre auch super spannend. Wer würde wohl gewinnen? Oh, hier ist das Pokémon drin, das ist gut. Hast du Laden? Hey, damit kann man irgendwie runter. Bla 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 bla. Absolut, die haben mir ein Pokémon zu denken gebaut, das ist mir irgendwie wichtiger als der Rest. Mama. Jo, bis gleich, Phoenix. Was willst du denn? Einer voller Ball. Nein, ich habe leider keinen. Ja, ich weiß, er will die Tauschentwicklung demonstrieren. Bla. Bam, 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 bam. Slimog. Bam. Oh, Pokémon ist so. Erinnere mich nicht daran. Bitte nicht. Ja, nein, hat dich erweitert. Kaufen. Ich möchte bitte gerne haben. Super Schuss, das wäre toll. Ich bin übelst reich geworden, kann das sein? Runik. Bam, 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 weil ich mir was fangen möchte. So. Was wollt ihr? Nichts Besonderes.